Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin hier gerade zu meinem Bett am Chillen und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, dass mein Zimmer halt wirklich nicht so meinen Vorstellungen entspricht, wie ich gerne mein Zimmer haben würde. Ich bin eigentlich schon länger am Überlegen, ob ich mein Zimmer einfach umstellen möchte und so ein paar Sachen verändern möchte, aber ich habe es dann einfach nie gemacht, weil ich mir immer gesagt habe, ja, ich werde bald ausziehen und dann mache ich mir unnötig diesen Aufwand, obwohl ich eh bald ausziehen werde, aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich bald ausziehen werde. Ich kann ja nicht so weiterleben und mich so unwohl in meinem Zimmer fühlen und einfach nichts ändern. So, ich muss irgendwas verändern. Deswegen habe ich mir jetzt die letzte Stunde ganz viele Inspirationen auf Pinterest und so angesehen und mir auch so ein bisschen überlegt, wie ich das Ganze hier verändern könnte. Weil, wie gesagt, ne, wenn ich hier so rumschaue, ich fühle mich so unwohl und ich möchte es einfach verändert haben. Und deswegen werde ich das jetzt machen. Wir haben heute Sonntag. Ich werde heute schon vieles erledigen können, hoffentlich. Und dann werde ich dann morgen in die Ikea und so weiter fahren und da ein paar Sachen holen. Dachte mir auch ganz spontan, ich nehme euch da einfach mal mit, weil ich glaube, ihr seht da ganz gerne solche Videos, weil dann könnt ihr auch so ein bisschen Inspiration sammeln. Vielleicht motiviere ich euch ja auch, euer Zimmer umzustellen oder anders zu machen. Diese Ecke hier ist so diese Ecke, die ich am meisten verändern möchte. Einmal dieses Schuhregal muss komplett weg. Es nimmt mir so viel Raum und so viel Platz weg. Ich fühle mich irgendwie so eingeengt durch dieses Regal, weil ich hätte hier eine ganze Wand. Ich finde auch Schuhe im Zimmer irgendwie so unhygienisch und so hässlich. Ich habe hier alles Make-up drin und diese Sachen brauche ich wirklich nicht mehr, Leute. Am liebsten hätte ich ja bei meinem Schrank auch Türen. Ich möchte die eben nicht mehr offen haben. Und ich bin mir auch am Überlegen, ob ich diese zwei Regale hier einfach komplett wegmachen möchte, weil ganz ehrlich, ich brauche es nicht und es sieht auch immer so unordentlich aus, weil ihr sehen könnt, ich stelle sie einfach nie so hin, wie ich sie mal hingestellt habe und man muss das auch wirklich die ganze Zeit abstauben. Es ist so unnötige Arbeit. Ich werde, by the way, auch mein ganzes Schranksystem umändern. Ich möchte hier wirklich mehr Ordnung reinbringen und auch meine ganzen Schubladen und alles möchte ich ändern und ja. So, also, ne, wie ihr gesehen habt, es gibt da doch einiges, was man verändern kann. Ich bin auch ehrlich gesagt wirklich ziemlich motiviert, mein Zimmer jetzt umzustellen und mich für den Winter vorzubereiten, weil ganz ehrlich, im Winter möchte man einfach ein schönes Zimmer haben, weil sonst kann man da drin nicht seine Zeit verbringen. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch und yes. Als allererstes werde ich hier erstmal diese Schubladen alle aussortieren, wirklich alles einfach rauswerfen, was ich nicht mehr benötige. Hier habe ich diverse Haarsachen, ich habe auch so alte Extensions und so drin. Alles, was ich nicht mehr brauche, werde ich wegwerfen. Hier unten habe ich dann so mein Kamera-Equipment, Kameras, die nicht mal mehr gehen. Jetzt erstmal alles, was ich behalten möchte. Wie ihr sehen könnt, es ist bis oberen Rand gefüllt. Ist schon krass irgendwie, ne? Ich habe heute wieder mal so richtig aussortiert. Boah, Leute, das ist einfach so viel, ne? Ich glaube, ich hatte sogar doppelt so viel. Ja, ich bin nicht ganz normal gewesen, ne? Ich habe hier wirklich mehrere tausend Euro liegen lassen, also Franken, wie auch immer. Also, soweit habe ich es mal geschafft. Ich habe die ganzen Platten hier rausgenommen. Aber wie das hier auseinander geht, wenn man das auseinander nimmt. Ich glaube, hier muss ich irgendwas aufmachen. Ich finde, es macht jetzt schon, dadurch, dass ich diese Schuhe weggenommen habe und so, mein Zimmer viel heller. So, ich bin stolz auf mich. Ich habe jetzt das mal hier auseinandergebracht, damit die jetzt so einzeln sind. Und jetzt muss ich die halt einfach irgendwie noch auseinandernehmen. So, Leute, ich habe jetzt diese Kommode, die hier gestanden ist, mal hier hingemacht. Weil die würde hier eigentlich perfekt so reinpassen, wenn ich das hier wegmachen würde. Und ich glaube, ich mache das auch weg, weil ich brauche es halt wirklich nicht. Selbst ist die Frau, ne? Boah, Leute. Ich liebe es einfach, wie hell das jetzt mein Zimmer ist und wie groß es sich in mir anfühlt. Auch wenn jetzt hier wirklich noch ein Riesenchaos herrscht, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich habe mir jetzt gerade noch ein paar Sachen auf H&M Home bestellt. Die haben wirklich ziemlich schöne Sachen, muss ich sagen. Gerade so Dekoartikel und so. Das ist erstmal der Zwischenstand. Ich werde jetzt hier doch einen Spiegel aufhängen. Mein Vater muss mir da kurz helfen. Hier ist noch eine Riesenmess. Also, ja. Aber ich werde sowieso nicht alles heute schaffen. Ich werde es einfach im Verlauf der Woche immer wieder ein bisschen was dran machen. Und euch da auf jeden Fall immer mitnehmen. So. Mein Vater hängt mir jetzt hier meinen Spiegel auf. Ja, muss ich schon bei euch. Was, wir haben keine Schrauben mehr? So eine Schraube locker. Und
Und ich werde jetzt erstmal hier noch diese Schubladen hier einräumen, schauen, wie ich das Ganze ein bisschen aufteilen möchte. Und wenn mir dann noch was fehlt, irgendwie für die Organisation, werde ich das auf jeden Fall noch besorgen diese Woche. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin wirklich, man merkt vielleicht, es gibt mir irgendwie, ich bin irgendwie mega happy. Ich bin total zufrieden, dass jetzt so rausgekommen ist. Und ja. So, das ist mal die erste Schublade, die ich jetzt ein bisschen eingerichtet habe. Da sind einfach so Beauty-Sachen drin und so Bodylotion, Parfüms, die ich jetzt hier einfach so aufgestellt habe. Und ansonsten habe ich hier einfach noch alle meine Necessaire dann so reingepackt, wie ihr gesehen habt. Ja, genau. Das ist noch alles, was ich an Make-up behalte. Der Rest ist ja dann hier drüben drin. Aber ja, das ist so meine Beauty-Schublade, sage ich jetzt mal. Hier unten habe ich jetzt einfach so meine Haarsachen reingemacht mit Haarspray und so weiter. So, ich habe jetzt die letzten zwei Schubladen auch nochmal gemacht. Hier habe ich einfach so Textil und Bücher drin, also Textil, so Kleinigkeiten. Hier habe ich alle so meine Liebesgeschichten drin, einfach die Bücher, die ich halt einfach gelesen habe. Und hier sind dann so Sachbücher drin, auch viele Bücher über den Islam, wie man sehen kann. Und hier unten habe ich dann einfach meine Kamerasachen drin, meine PlayStation, Nintendo Wii und so weiter. Wie ihr sicherlich am Licht auch bereits erkennen könnt, ist es schon fast dunkel. Die Sonne geht gerade runter und ich merke wirklich, so krass, wie dieses Licht hier drin so viel wärmer und so viel gemütlicher ist irgendwie. Ja, ich weiß, ich habe es heute schon 100 Mal gesagt, aber ich werde es auch sehr wahrscheinlich noch 10.000 Mal in diesem Video sagen, weil ich mich einfach so freue. Ich werde für heute erstmal Schluss machen und werde dann morgen weitermachen und auch in die Ikea fahren und so. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen wieder. It's a new day und das heißt, wir machen weiter. Ich habe jetzt gerade vorhin meine Arbeit beendet. Und kann mich jetzt wieder in meinem Zimmer begeben. Genau, und ich werde mich jetzt erstmal hier an meinen Schminktisch begeben, weil der wirklich aussieht wie, keine Ahnung was. Und danach werde ich in die Ikea fahren mit einer Freundin, sobald sie dann fertig gearbeitet hat, weil sie arbeitet bis circa um 5:30. Dann kommt sie mich abholen und dann gehen wir gemeinsam in die Ikea. Ich bin ihr wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie damit kommt. Und ich habe mir auch übrigens gestern Abend noch Ikea-Schranktüren bestellt. Ich habe es jetzt wirklich gemacht. Ich habe mir das auch länger überlegt, ob ich das wirklich machen möchte. Es war jetzt nicht mega teuer. Es hat es ungefähr um die 280 Franken gekostet. Aber trotzdem ist es auch nicht unbedingt günstig. Egal, ich habe jetzt gedacht, komm, ich mache es jetzt einfach. Und die werden eben morgen früh geliefert. Und ja, ich mache jetzt hier meinen Schminktisch und nehme euch da auf jeden Fall mit. Kann ich hier endlich so meine Outfits immer filmen, weil ich jetzt endlich so einen Spiegel habe, der hängt und der gut aussieht und der viel Licht hat. Und ich meine, bitte, wie gut ist dieses Licht? Also die Lichtverhältnisse hier sind einfach wirklich unnormal gut. Und ja, Chaos hier hinter mir, ne? Das ist auch ganz schlimm. Na egal, ich werde jetzt losgehen und schon sehen wir uns in der Ikea wieder. Wir sind jetzt in der Ikea. Ups, sind wir nicht zum Griff. Genau, sie war so lieb und ist extra für mich. Bin mir hier hingekommen. Yay. Ich muss mich jetzt hier für Türhenkel entscheiden. Also, ja, die sind schön. Oder die hier, oder. Die sind halt fast ein bisschen zu groß. Die könnten mich dann mit der Zeit stören. Ja. Die? Würdest du die nehmen? Die sind am günstigsten. Ich soll hier die. Nur alleine solche Scharniere kosten mich ganze 119 Franken. Nur zum Anmachen. Vier. Tell me, die ganzen vier.
6, 5, 8, 7. Ja, okay. That's it. Ja, also Ausziehen ist teuer. Zimmer umstellen ist teuer. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt fertig. Und wir gehen jetzt zu mir nach Hause und wir essen da was. Nach so einem anstrengenden Einkauf muss man erstmal essen. Wir haben schon einen Hotdog gegönnt. Wisst ihr, sie könnte eigentlich gut Hochdeutsch. Ihr Vater wohnt sogar in Deutschland. Aber sie labert einfach irgendwas. Okay. Oh mein Gott, Leute, endlich. Meine Schranktüren sind angekommen. Ich bin hier gerade im Hochtragen, deswegen bin ich so leicht stark am Atmen. Und ja, ich bin mega gespannt, wie die aussehen werden, wenn ich die auspacke. Ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, was ich mir bei Ikea geholt habe. Sind es nicht so spezielle Sachen, aber einfach, falls dann Fragen aufkommen, dass ihr die Artikelnummern habt und so weiter. Und genau. Ich habe mir hier diese Scharniere geholt. Muss ehrlich sagen, die sind echt nicht so günstig. Also 3 Stück kosten 17 Franken. Vor allem, ich habe die kleinere Variante vom Schrank. Wenn ihr eine größere Variante habt, dann zahlt ihr noch mehr. Also deswegen, ich sag's euch, es ist eine teure Angelegenheit. Dann habe ich mir hier solche Türhänge gekauft. Ich muss sagen, ihr habt es ja gestern gesehen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob ich eben so einen Henkel, also einen Griff möchte oder halt eben nur so einen Knopf. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die fallen am wenigsten auf. Und ich kann die ja immer noch ändern, falls sie mir nicht gefallen würden. Und sie waren auch am günstigsten, davon abgesehen. Dann habe ich mir hier noch so eine Box geholt, die ich aber noch zusammenbauen muss, damit ich die oben auf meinen Schrank stellen kann und da vielleicht so ein paar Sachen also reinstellen kann, weil hier oben ist so eine Unordnung auf meinem Schrank oben. Das gefällt mir gar nicht und das muss ein bisschen aufgeräumt werden. Deswegen habe ich mir diese Box geholt. That's it. Mehr habe ich mir nicht geholt. Die Türen sind ja jetzt auch schon angekommen. Ich habe die auch schon nach oben transportiert und werde jetzt eigentlich erstmal meinen Schrank versuchen zusammenzubauen. Und ich würde sagen, wünsche mir Glück, weil ich bin nicht begabt. Wie gesagt, ich habe es nicht so mit handwerklichen Sachen. Ja, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy, hat das alles jetzt geklappt, weil es hat eigentlich zuerst geheißen, dass diese Schranktüren irgendwie erst am Donnerstag ankommen. Aber sie sind schon heute da. Zum Glück ist mir noch was anderes in den Sinn gekommen, was ich machen könnte. Und zwar möchte ich, da dieses Mittelding, möchte ich eben... Was war das denn? Ich bin allein zu Hause, Leute, und ich schwöre, es war die Tür. Habt ihr das gehört? Naja, es kann eigentlich niemand gewesen sein. Genau, ich wollte sagen, ich werde jetzt eben hier diese Mittelteile da rausnehmen, weil ich da einfach wieder Sachen aufhängen muss. Ich habe einfach sowieso diese Regale, wenn ich jetzt eh einen Schrank habe, der zu ist, ist das sowieso unnötig. Deswegen kommen die weg. Und ich möchte eigentlich sowieso meinen ganzen Schrank putzen. Deswegen muss ich eh alle Kleider rausnehmen. Ich möchte sie ja sowieso neu sortieren und alles. Deswegen, eigentlich muss ich sie alle rausnehmen. Leute, wenn ich dran denke, dass ich das alles wieder einräumen muss, ne, dann war kein Bock. Voller Einsatz! Ich schwöre, mein Vater muss immer an sowas, er muss immer solche Sachen für mich machen. Am Ende, der bricht sich noch was. So Leute, seid ihr ready für einen neuen Schrank? So Leute, das ist mein neuer Schrank. Es ist so ungewohnt. Ganz ehrlich, ich liebe es. Es ist einfach super aufgeräumt und wir haben jetzt auch hier drin noch diesen Hosenauszieher montiert. Jetzt kann ich da endlich meine Hosen aufhängen. Feiere ich auch unnormal. Und dann habe ich hier noch meine zwei Schubladen für Schmuck und so. Und dann hier kommt noch dieses Glas drüber. Ich muss mal sagen, ich weiß noch nicht recht, was ich von diesen goldenen Henkel hier halten soll, aber wenn die mich wirklich stören, dann kann ich die ja wieder ändern. Die sind ja nicht so teuer und ja, ist ja schnell geändert. Und jetzt werde ich anfangen, meinen Schrank auszusaugen und zu putzen und so weiter, weil das muss unbedingt gemacht werden. Und danach werde ich dann anfangen, meine Teile einzuräumen. Und ich hoffe, ich schaffe es heute noch. Wir haben nämlich jetzt schon fast 8 Uhr. Ist ein bisschen spät, aber vielleicht schaffe ich es ja noch. So, Leute. Also, ich wollte jetzt gerade diese Schublade wieder reinmachen. Das geht aber nicht, weil wenn man nämlich Türen montiert,
hat das keinen Platz mehr. Nein, das ist schade. Also, ich kann hier keine Schublade reinmachen. Das ist einfach scheiße. Wirklich scheiße. Aber was mache ich denn jetzt? Ich hoffe, kann das nicht so lassen. Doch. Hier oben die Schublade muss ich sehen. Oder du sagst dir, ein Schrank ist mit Schublade. Ja, aber nein. Also, wie gruselig ist das? Ja. Leute, eigentlich nervt es mich gerade schon. Ich finde es eigentlich gar nicht lustig. Aber wie dumm ist das bitte? Bleibt ja anderes übrig. Ey, wie dumm! Er hat auch einen Schrank von Ikea und der fällt schon auseinander. Ja, fällt schon auseinander. Oh je. Oh Mann. Wo soll ich denn jetzt die ganzen Kleider dorthin machen? Ja Leute, ich bin richtig müde jetzt. Ich habe es leider nicht geschafft, alles einzuräumen, wie ihr gesehen habt, aber ich werde es einfach morgen machen. Es hat ja keinen Stress. Ich hoffe auch, dass jetzt in den nächsten Tagen dann noch meine Dekoartikel ankommen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. So, wer ist wieder im Ikea? Ja, ich bin schon wieder hier. Und ich werde euch nachher gleich erzählen, warum ich schon wieder hier bin. So, das ist jetzt mein Einkauf. Zwei solche Zaklare und zum Einlegesitzen. Und ja. So Leute, ich bin jetzt finally zu Hause, also eigentlich schon länger. Ich habe noch was gegessen und so. Und wir haben jetzt auch schon wieder 8:30. Also ich bin auch ziemlich müde. Ich werde nämlich heute auch arbeiten im Büro, also vor Ort. Und deswegen bin ich ziemlich müde. Ich wollte euch aber trotzdem noch kurz zeigen, was ich mir jetzt eben bei der Ikea geholt habe, wie ich das Ganze jetzt löse, weil ich habe nämlich gestern versucht, meinen Schrank einzuräumen. Also ich habe versucht, mir so ein bisschen ein Konzept zu überlegen und habe eigentlich auch ganz gut, also bin ganz gut vorwärts gekommen. Also ich habe hier eben mir dann überlegt, dass ich hier einfach eben so ein Ausziehding reinmachen werde. Und deswegen habe ich mir jetzt eben zwei von denen noch gekauft, damit ich dann hier unten irgendwie so Boxen verstauen kann. Weil ich möchte nämlich jetzt allgemein eigentlich alles mit solchen Boxen lösen. Ich finde das nämlich sehr, sehr ordentlich, wie ihr sehen könnt. Ich habe aber immer noch wirklich eine Mess, weil, ja, weil ich eben meine Schubladen nicht mehr benutzen konnte. Und das muss ich jetzt wirklich alles noch kurz verstauen, die Schubladen rausräumen aus meinem Zimmer. Und dann bin ich dann hoffentlich bald fertig. Ich hoffe auch, dass morgen dann noch mein Deko ankommt von H&M Home. Das wäre wirklich super. Dann kann ich noch mein Zimmer ein bisschen dekorieren und dann bin ich auch fürs erste Mal fertig. Und ja, ich werde es jetzt noch machen und werde euch da mitnehmen und have fun. Hello und welcome back. ja, für euch sind nur ein paar Sekunden vergangen. Bei mir ist schon die nächste Woche. Also wir haben jetzt Montag. Heute sind alle Sachen angekommen, die ich letzte Woche bestellt habe. Das heißt H&M Home, mein Fernsehgestell, auch noch Schubladen und so weiter von der Ikea. Das ganze Wochenende hätte ich eigentlich Zeit gehabt, meinen Schrank fertig zu machen und einfach allgemein mein Zimmer fertig zu machen. Aber wie gesagt, die Sachen sind erst heute angekommen. Deswegen, ja, werde ich heute das Ganze versuchen, fertig zu machen. Und ich werde euch auch noch kurz zeigen, was ich mir bei H&M Home bestellt habe, damit, falls euch etwas gefällt, ihr das nachkaufen könnt. Und ja, ich hoffe jetzt einfach, wie gesagt, ich werde fertig. Ich glaube, ich werde euch erstmal zeigen, was ich mir bei H&M Home bestellt habe. Wir starten mit dem ersten Teil. Das ist so ein Schmuckständer. Man kann den aber auch gut für zum Beispiel Haarreifen gebrauchen. Finde ich, könnte halt echt noch schön aussehen, wenn man das hier so aufstellt. Finde ich wirklich ein ziemlich schönes Teil. Finde ich auch qualitativ sehr hochwertig. Gefällt mir richtig, richtig gut. Mal schauen, ob ich es verwenden werde. Vielleicht schicke ich es auch wieder zurück. Dann ein Riesenfail, der mir passiert ist. Ich wollte mir eigentlich neue solche Pinsel, wie hinten, Pinselhalterungen kaufen. Und habe dann so eine wunderschöne Halterung gesehen. Da stand auch wirklich drauf, Pinselhalterung. Und dann kam einfach das an. Also, wie klein ist das bitte? Da haben vielleicht höchstens, ja, 2, 3 Pinsel Platz. Also, außer ich stelle sie so rein, aber
Nee. Also irgendwie ein riesen Fail, weil ich habe viel zu viele Pinsel für sowas. Was mir richtig gut gefällt, ist diese Kerze hier. Ich finde die halt wirklich sehr, sehr schön. Vor allem einfach auch die Optik mit diesen Kreisen, Kugeln, was auch immer. Finde ich sehr, sehr schön, auch mit dem Rahmen hier. Und auch der Duft finde ich sehr, sehr angenehm. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das hier hinten echt ziemlich schön aussehen könnte. Dann habe ich mir hier so einen Spiegel bestellt, der eben so aus Gold ist. Und ja, ich wollte mir eigentlich schon länger mal einen neuen Make-up-Spiegel holen, weil den ich jetzt habe, der ist halt so silber hier hinten. Der ist eigentlich okay, aber ich fände halt Gold wirklich irgendwie schöner auch. Dann habe ich mir hier noch so eine Blumenvase bestellt. Ich muss da sagen, auch die habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich es nicht so mit bestellen irgendwie. Und zu guter Letzt habe ich mir noch dieses Chanel-Buch bestellt. Kennt das? Oh mein Gott. Wie ihr sehen könnt, es ist ziemlich schwer. Ich wollte sagen, ihr kennt das bestimmt alle. Es sieht einfach mega schön aus, wenn man das irgendwo hinlegt oder so. Deswegen habe ich mir das mitgenommen. That's it. Mehr habe ich mir nicht geholt bei H&M Home. Ich finde aber auch, das reicht jetzt erstmal. Ich muss ja nicht hier übertreiben mit Deko oder so. Ich habe auch noch Pampas Gras bestellt. Das kam heute auch noch an. Ist aber noch unten, weil es einfach extrem viel, weil es einfach extrem groß ist. Ich habe mir das irgendwie so ein bisschen kleiner vorgestellt. Keine Ahnung warum. Wie ihr sehen könnt, ich habe es nicht so mit diesen Größen. Ne? Ich sollte, glaube ich, wirklich einfach mal mehr diese Größen im Internet anschauen, statt einfach immer zu bestellen. Aber ist ja auch irgendwie noch neu für mich, weil ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so viel Deko bestellt in mein Zimmer, weil ich es irgendwie nicht so für nötig fand. Mittlerweile finde ich es eben doch ganz schön und deswegen, ja. Gut, ich werde jetzt erstmal hier das Chaos beseitigen und auch meinen Tisch und so nochmal putzen. Und dann werde ich mal gucken, wie ich das Ganze hier dekorieren könnte und ja, werde ich auf jeden Fall mitnehmen. So, also ich habe das jetzt erstmal so gelöst. Ich muss sagen, natürlich, es ist noch nicht mega gut oder so. Aber ich denke, so kann ich es einfach mal lassen. Ich finde auch die Crunchies eigentlich ganz gut dort, weil ich die halt wirklich täglich brauche. Und ja, vielleicht hänge ich da dann auch Ketten auf oder so. Und hier habe ich es dann einfach so gemacht, dass ich einfach einen Spiegel hingestellt habe und die Pinsel und mehr nicht. Weil ich möchte es allgemein einfach viel einfacher halten und nicht mehr so viele Sachen rumstehen haben, weil mich das eben auch ein bisschen gestört hat. Deswegen finde ich das eigentlich so ganz okay. Ich muss aber echt sagen, ich glaube, diese Blume, ja, sie stört mich eben trotzdem. Aber nur so ist es halt irgendwie auch langweilig. Aber vielleicht finde ich ja da dann noch irgendwie eine Alternative. Im Moment wird es eigentlich auch so reichen. Also, ich weiß nicht. Es ist echt schwierig. Es fehlt mir da noch irgendwas, aber was, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, ja, mal schauen. So, jetzt kommt mein Fernsehgestell dran. Ich habe das alte darüber geschoben. Ihr wisst ja, ich hatte da immer so zwei. Wenn ich jetzt dieses Fernsehgestell wegnehme, ich habe halt viel ein größeres Zimmer. Also es ist echt krass. Der Vorher-Nachher-Effekt, wenn der Fernseher weg ist, ist halt echt immens. Und deswegen habe ich mir jetzt ja eben extra so ein Ding gekauft, so ein Fernsehgestell mit Rollen, damit ich den immer wegschieben kann, wenn ich ihn nicht brauche. So, wir stellen jetzt hier gemeinsam mein Fernsehgestell auf. Mit meinem Vater. Weil ohne könnte ich das nicht. Die müssen immer überall dran riechen, wenn wir irgendwas aufbauen. Hallo, bist du dumm? So Leute, ich bin jetzt erstmal fertig für heute. Das Gestell steht. Ich werde euch aber morgen dann mehr zeigen, weil jetzt ist auch schon zu spät. Es ist schon fast dunkel draußen. Und ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich erschöpft. Deswegen, wir hören uns morgen wieder. Welcome to the next day. Hier seht ihr gerade mein fertiges Endergebnis. Es fehlen zwar noch ein paar Details, aber so sieht es ungefähr aus. Ich habe hier auch gerade noch meinen Schrank offen. So sieht er auch von Weitem aus. Ich liebe es einfach so ordentlich, so clean, richtig schön. Ich liebe auch die Türen. Ich finde es richtig toll. Hier seht ihr gerade mein messy Bett. Ich bin gerade ein Reel am Drehen. Ich kann jetzt eben auch mein Fernsehgestell in aller Ruhe immer hin und her schieben, was einfach super praktisch ist. Also ich bin wirklich mehr als nur happy mit dem Endergebnis. Und falls ihr Interesse an einer Roomtour habt, dann könnt ihr mir das jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich auf jeden Fall eine abdrehen. Denn ich finde, es sprengt jetzt gerade so ein bisschen den Rahmen, hier alles detailliert zu zeigen. Deswegen, wenn ihr das sehen wollt, let me know. Dann werde ich es auf jeden Fall machen. Und ich kann wirklich als Fazit sagen, wenn ihr euer Zimmer umstellen wollt, dann macht. Wenn ihr das Geld oder die Ressourcen dazu habt, den Platz dazu habt, dann macht es auf jeden Fall. Weil ich finde, es macht einem wirklich irgendwie glücklicher, wenn man sich wieder ein bisschen wohler fühlt. Und also das heißt ein bisschen, ich fühle mich jetzt viel wohler als vorher. Und ich bereue es überhaupt nicht. Und ich bin einfach nur mega happy mit dem Endergebnis. Und ich könnte wirklich nicht glücklicher sein, ich schwöre. Ich bin richtig happy und zufrieden. Und deswegen, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, das auch.
auch zu machen. Und ich hoffe, ich konnte einige ein bisschen motivieren, vielleicht eventuell auch nur ein bisschen zu putzen oder aufzuräumen. Immerhin etwas. Und ja, ich beende hier den Vlog, weil ich habe euch jetzt eigentlich soweit alles gezeigt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dann.